Es geht weiter mit Pokémon. Wir sind in der Mumu-Form stecken geblieben. Wir schauen rein. Ich bin gespannt. Ah, oh, Schatz, da bin ich stehen geblieben. Ah, oh, da bin ich stehen geblieben. Ich weiß es noch. Wir haben James, Lisa, Lari, 24, 25. Aber im 24er müssen wir halb leveln. Wir sagen Mu. Mütang ist krank. Es braucht viele Beeren. Mütang ist krank. Es braucht viele Beeren. Musik. Das ist ein Obama-Baum. Hey, das ist eine Minzbeere. Können wir die gleich ihnen geben, ne? Glaube ich nicht. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn unsere Miltang keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Wir müssen irgendwie heilen. Mein Miltang gibt keine Milch. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Beeren füttern würde. Glaube ich zumindest. Versuchen wir mal was zu füttern. Einfach mal. Lisa! Oh, ist es zu leise? Warte mal. Oh, da ist die Lisa aber schnell da bei Pokémon. Da ist sie aber schnell da. Minzbeere. Ah, schade, ich hätte gemeint. Nee, egal. Da ist die Lisa aber hurtig schnell. So, wir haben ein krankes Kumu. Ich kann auch nicht Pokémon verpassen. Ich habe noch nicht einmal gesagt, wann ich starte. Ich bin jetzt ja voll spontan reingegangen. Das wundert mich bloß. Aber schauen wir mal die schönen Kühe an. Brrr. 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 Eine Brrr-Kuh. Wer war jetzt das nochmal? Ah ja, okay. Du weißt von den unterschiedlichen Pokémon-Fähigkeiten. Ja, lässt man schon geredet. Du weißt doch, die Leute kommen eher, wenn du spontan streamst. Ah ja, ja, ja. Geht's hier nicht weiter? Also wir haben eine kranke Kuh. Habe ich eine bestimmte Beere? Nee, oder? Hyperheiler. Ich habe die Beeren, glaube ich, auch alle weggetan. Ich habe es einfach in deinem Status gesehen, weil wir auf Discord-Freund sind. Ja, ja, ja. Da sieht man immer gleich, was der andere macht, gell? Zum Glück bin ich nicht unsichtbar. Aber ich glaube, hier geht's weiter, gell? Oh mein Gott, habe ich genug Energie? Irgendwie nimmer so. Wir müssten fast Malarius heilen. Gehen wir mal mit. Gehen wir mal mit Vulcano rein. Macht es dir etwas aus, wenn ich mit meinem Pokémon angebe? Nee. Oh, süß. Der Papa Bärt. Snöcke. Pikachu. Level 17. Aber wir brauchen den Feuerstein noch. Aber wir sind ja... Ich bin paralysiert, wegen Rückzugs... Ah nein, ich war schon vorher paralysiert, okay. Mann, ich liebe die Musik bei Pokémon, ja. Gold, Silber, Kristall und auch total die Atmosphäre. Das ist das Schöne, dass es da das erste Mal Abend gab, gell? Dass es gleich so früh überhaupt dann reinkam, die sind ins Spiel. Tag-Nacht-Wechsel. Oh. Okay. Eine Beere, eine kleine Beere.
Ja, ist mega cool und auch wie die Umgebung dann aussieht und alle Fenster leuchten. Ja, wie viel ist es gerade Nacht überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr. Boah, da, ja, ich habe ja gerade Nacht, genau. Es ist einfach so ein Blau-Filter auch noch dazu. Warte mal ganz kurz, wir müssen kurz das nachschauen. So, jetzt. Batsch, Batsch. Und Batsch. Aber was war mal mit der Anna, die das einfach paralysiert, hey? Ich kann man doch nicht kämpfen. Ich muss die anderen Leute halt mal irgendwie hochbringen. Den Larius muss ich hochbringen, weil den schulde ich ja was. Und angenehmes Blau. Es ist halt so einfach, Alter. Es ist halt schön. Es ist einfach eigentlich so einfach, wo man heutzutage würde sagen würde, naja, ich bin am höchsten, yes. Was für süße Pokémon? Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon? Und zwar gleichzeitig. Das klingt irgendwie auch komisch. Pokémama tritt bei. Also Pokémama. Wir haben alle Pikachu. Die Lisa kommt und wir kämpfen nur gegen Pikachus. Pikapi. Doppelteam ist nicht gut. Mach schon mal ein lautes Level gleich. Bau. Ja, Larius leider, Lisa, leider habe ich in Larius jetzt heute verloren. Als Zuschauer. Weil ich ihn enttäuscht habe. Aber muss ich morgen dann wieder gut machen. Bau. Busch. Okay, gut. Weil ich vorgestern gesagt habe, dass ich heute Animal Crossing spiele. Zugabe. Und ich spiele heute keine Animal Crossing. Weil der James nämlich Baldur's Gate gespielt hat. Und ich kann jetzt so spät nicht Animal Crossing starten, weil ich wollte noch smashen. Aber dafür gibt es morgen Animal Crossing. Soll ich Zugabe lernen oder nicht, Lisa? Ist besser so. Zugabe? Das ist gut, nicht, oder? Habe ich jetzt Ja drücke, kann ich auch B drücken? Stimmt, Pokémon ist doch eigentlich habe ich gemeint, so schlimm ist es nicht, weil Larius mag ja Pokémon auch. Aber anscheinend nicht. Dass der Gegner seinen Move wiederholen muss. Ach, der Gegner muss seinen Move wiederholen. Das ist ja Schmarrn, oder? Aber ich kann immer B drücken. Doch. Babru, babru. Mir macht das nichts aus zu verlieren. Oh, süß. Das glaube ich ja sogar. Weißt du über Baby-Pokémon Bescheid? Die sind bestimmt super süß. Was hat denn der nochmal gesagt? Ich höre mir deine Schmarrn. Das nennt man. Du vergisst das R. Schmarrn. Kannst du ruhig mal eingeben Kaiserschmarrn. Das kennt jeder, das Essgericht. Das ist halt der Schmarrn vom Kaiser. Ich höre mir gerne deine Ballerei gerne an. Gar nicht an. Wir Pokémon-Fans haben ein Gelübde, das uns verbietet, Leuten beim Prahlen zuzuhören. Ah, oh, nee, da will wieder meine Nummer. Aber Haru schreibt immer Schmarrn. Ja, weil sie das nicht kennt. Sie redet mir bloß nach. Die redet bloß mein Bayerisch nach. Oh, es geht weiter. Ja, vielleicht schafft es ja. Das klingt lustiger. Schmarrn. Ja, das R spreche ich ja nicht aus. Wir in Bayern machen kein Rrrr. Ich bin gerade wieder in Oliviana angekommen. Wie steht es nun mit dem Pokémon-Kampf? Matrose Justus. Kapuzzi, ach Mann. Ach komm, Lisa, schau mal das an. Das ist doch unfair, so süß ist das. Schafft er das? Oh oh. Das kommt ganz langsam angeflogen, ich kann nicht ausweichen. Das ist so ein langsames Blubber. Ah, okay. Dreimal brauchen wir das. Oh nein, ich kann nicht ausweichen, das ist ein Seifenblasen. So dumm. Push.
Weil wir sind ja zum Glück ein bisschen überlevelt, zum Glück, ey. Oh oh, das ist schwerer. Oh, ja, Kaiserschmarrn kenne ich, ach so. Das habe ich als Kind mal gegessen. Na, schau her. Dann kennst du das Wort Schmarrn, ja. Das heißt Blödsinn. Und es war halt damals ein Blödsinn, dass man so einen Pfannkuchen zerhackelt. Aber der Kaiser hat es halt erfunden. Jetzt habe ich nicht gelesen, was kommt. Ja, James. Ah, Latte, Antikal. Kaiserblödsinn, ja, genau. Schmarrn heißt einfach nur Blödsinn. Machen wir Surfer. Der James levelt auch gleich. Na, ich bin paralysiert, ey. Alles ist aber paralysiert hier bei mir. Boah, es gibt nur so viel ab. Ist ja richtig gut. Du kannst das Wort ruhig. Wenn dein Nexras immer irgendwas, irgendeinen Schmarrn verzapft, also irgendeinen Blödsinn redet. Ey, Nexras, hör auf mit dem Schmarrn. Wir wissen, wie er dann schaut. Hey, Nexras, hör auf mit dem Schmarrn. Und er so, Lisa, was ist mit dir los? Deutschlehrerin, hä? Das wäre irgendwie lustig. Setzt Krabi ein. Warum ist eigentlich alles paralysiert bei mir? Boah, ich habe 3 paralysierte Pokémon. Boah, nimm mal Lisa. Lisa ist die Einzige, wo man vertrauen kann hier. Wird er sagen, dass es wohl so viel bei mir im Stream war. Er hat das locker schon gehört, ja, ja. Donnerschock. Oh nein, der Blubber macht meine Wolle ganz nass. Lisa ist ja auch paralysiert. Ich kann doch nicht Lisa nicht vertrauen. Was? Oh. Apropos Haru, wann ist sie mal wieder da? Also ich habe heute erst mit ihr geschrieben. Zufällig. Weil nämlich der Sid, ich glaube der Nexras war ja auch beim Sid letztens. Weil ich habe meine Augen überall. Ich war zwar nicht bei Sid selber da, aber ich habe gesehen, dass das Nexras bei Sid smasht. Ich sehe alles. Und der Sid braucht nämlich Emotes. Und er hat mich angeschrieben, ob er die Haru anschreiben darf. Dann habe ich Haru angeschrieben, ob er sie anschreiben darf. Und dann hat er geschrieben, ja, sie darf sie anschreiben und dann gibt es Emotes von ihm. Magni ist in den Wänden. meine Pokémon wurden eingefangen und sind im Ausland aufgezogen worden. Herr Reimport, sie begleiten mich auf meinen langen Reisen. Nächstes Mal frage ich gleich, hey, cooles Pokémon, ist das ein Reimport? So ein Auto, weißt du schon. Was könnte denn da drin sein? Was könnte da hier für Pokémon sein? Magnetilo. Leute, ich fange das jetzt und nenne es dann Magni. Okay? Ich werde es nicht benutzen. Ich werde es nicht benutzen, aber ich fange es und nenne es Magni. Es muss sein. Oh oh. Mal schauen, Zerschneider vielleicht. Das ist erlaubt. Ausnahmsweise. Und dann werde ich es gegen die Lisa austauschen. Wie damals das Pikachu. Das Pikachu habe ich auch für Magnetilo austauscht. Oh mein Gott. So, Zerschneider. Oh ja, perfekt. Wehe. Das Messer. Ups. Nein, 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 nein. Bei meinem nächsten Pokémon ran, nehme ich ja auch ein Pikachu. Wenn du mir sagst, wo das ist. Bei meinem nächsten dritten Pokémon. Wo ich ja immer weiß, welche. Saphir, oder? Superball. Wir haben ein Magni. Bitte, 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 bitte. Ja! Smaragd? Ja, okay, wir machen Smaragd. Natürlich. Elektromagnetische Wellen ziehen es an.
Trainer, die den Pokémon benutzen, ziehen Magnetilo an. Ach so, das ist ein Schmarrn. Ich bin sogar Magnetendo, aber ich nehme Magni, das passt schon. Das ist ein Spitzname. Ich bin ein Spitzname. Na schön, haben wir da mit Magnetilus. Oh Mann, wir schauen zwar echt nicht gut aus hier. Ah, ich glaube, wir sind im Level, wir sind in der Stadt, oder? Ich glaube, wir sind in der Stadt. Badabam, badabam, bam. Aber die Musik kenne ich ja schon. Ich bin in der Stadt, wo ich schon mal war. Oh. Oh, ich hab doch gar nicht... Ich muss mich doch heilen. Du, schon wieder? Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Schon wieder ein krankes Pokémon? Ah, dann können wir bestimmt mit der Gesundheitsmedizin das Kuh retten. Und danach... Buhu, wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das ich kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du ja dadurch ein wenig stärker. Mr. Akuma-Mensch, weg mit dir. Ja, Akuma sieht man auch eher selten, aber. Also bei mir und so. Dieses Ding da ist doch ein Pokémon. Pokécom, wow, ist das cool. Badabam, badabam, bam, bam. Was kann man essen? Was kann man essen? Ich habe heute... Ich habe gerade überlegt, was ich gegessen habe. Kaiserschmarrn. Ich habe heute gegessen... Ah, oh, weißt du, was ich heute gegessen habe? Ein Sub. Beim Subway. Dann schauen wir mal rein. Welche Arenaleiter ist es dann? Oliviana City, Pokémon Arena. Jasmin. Ein stahlhartes Mädchen. Jetzt bin ich neidisch. Angeber, oh ja. Kentucky, also Chicken Teriyaki mit Cheese Oregano, Avocado-Creme drauf dran, Salat, Zwiebeln, Tomaten, Oliven und die Southwest-Soße. Natürlich ein ganzes. Und danach noch diesen Keks. In White Macadamia. Also, die arme Lisa. Ich will auch. Die Arenaleiterin ist im Leuchtturm. Sie kümmert sich um ein krankes Pokémon. Ein starker Trainer muss auch mit Gefühl zeigen. Dann bin ich der Arenaleiter. Ich hab's geschafft. Kommt her, ich warte auf euch. Der Arenaleiter ist aber echt langweilig. Schau mal, du stehst da. Man kauft dann nächstes endlich das Spiel. Man kann nicht mehr endlich mal wieder meinen Orden verteidigen. Lisa, wir essen wenigstens zusammen. Toast. Alles sehr gut, außer Oliven. Ah. Oliven sind gut, aber ich musste erst lernen. Früher mochte ich keine Oliven. Aber jetzt schon. So, dann schauen wir mal, was in der Stadt abgeht, Leute. Wir haben eine neue Stadt. Das heißt, viele Gespräche. Und woher kommt das? Das ist auch vom Subway. Weil die Subway haben jetzt die ganze Zeit keine Becher mehr. Die haben jetzt bloß noch... Die haben jetzt nur noch diese Flaschen. Danke. Also ich esse immer noch meinen Subway hier. Bloß in Cola-Form. Als Pepsi. Ich finde, das ist keine Cola. Das ist keine Cola. Es ist keine Cola. Da steht Pepsi. Das ist so doof. Pepsi ist keine Cola, weil Cola ist ja der Markenname von dem Getränk. Pepsi ist halt eine andere koffeinhaltiges Schwarzgetränk. Cola ist ein Firmenname. Pepsi kann kein Cola sein. Pepsi ist eine Konkurrenzfirma. Coca-Cola. Achso. Dann kenne ich mich nicht. Seeleute sind, was wir für Themen haben. Wir spielen hier Pokémon. Seeleute sind sehr großzügig. Einer hat meinem Pokémon Stärke beigebracht. Jetzt kann es Felsen bewegen. Zurzeit spielt er kein Animal Crossing. Zuerst spielt er kein Animal Crossing und jetzt Coca-Cola.
Da gibt es jemanden in Anemonia City jenseits des Meeres. Ich habe gehört, wie er mit seinem Pokémon, seltenen Pokémon angegeben hat. Und jetzt trinkt er seine Pepsi und dann gibt er mir sein Essen an. Was ist mit Lades los? Mein Papa hat früher bei Coca-Cola gearbeitet und mir verboten, Pepsi zu trinken. Als ich bei meiner Freundin zu Besuch war, die Pepsi hatte und er hat mich dort abgeholt und meinte dann so, nö, das trinkt meine Tochter nicht. Gott, wie cool ist es denn, wenn man bei Coca-Cola arbeiten darf? Wow, du und dein Pokémon verstehst es euch sehr gut. Larius, willst du mir ein schlechtes Gewissen einreden? Willst du ein schlechtes Gewissen mir einreden, dass ich dann auf alle Vieren bei dir gekrochen komme und dann um Verzeihung bettle? Ja. Ja. Oliviana City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische fangen. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja. Ha, tja. Und da haben wir einen neuen Angler. Profilangel. Maki steckt die Profilangel im Basis-Item. Oh Gott, ich krieg gleich wieder Schimpfwurz. Fische findet man nicht nur am Meer. Sie sind überall, wo es das Wasser gibt. Was gibt's denn hier zum Shoppen? Ich habe mein Smetbo von meinem Freund aus Übersee bekommen. Ich glaube das nicht. Es hatte einen Brief von ihm dabei. Willst du wissen, was er schreibt? Mal sehen. Das ist ein Geheimnis. Ich mache mir jetzt einen Toast. Mache Hawaii-Toast. Das ist genauso gut wie Sub. Hawaii-Toast und Subway ist bei mir fast... Also Hawaii... Ich finde es beides gleich gut. Ich kann jetzt sagen, was besser ist. Können deine Pokémon schon Leute übers Wasser tragen? Ja. Das ist extrem gut. Mit Preiselbeeren. Ich mache immer Preiselbeeren mit dazu. Also zum Tunken. Zum Dippen. Verkaufen könnte ich mal was. Wir sollten mal wenig über Essen reden, gell? Wir könnten mal Nugget verkaufen. Ich verkaufe Nuggets. Ich hoffe, es war kein Fehler. Superball, Hypertrank, Gegengift. Machen wir Hypertrank. Ich habe eigentlich viel Geld, gell? Gegengift, so ein Aufwecker, Eisheiler. So ein Aufwecker. Einen mal. Ich glaube, ich habe einen, aber was denn besser ist. Oh, leck, das ist ein Riesengebäude. Das ist der Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm. Das ist bestimmt zum Kämpfen da. Hallo Jüngchen, die See ist schön. Sing mit mir. Joho, Seebären, die sind doch cool. Die Seebären, die Bären sind cool. Die Bären, die bleiben einfach cool. So. Oh, was ist das? Deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Du benötigst den Orden. Alex, so einfach kriegt man das. Sehr gutes League. Um außerhalb von Kämpfen einzusetzen. Ich habe Stärke bekommen. Das ging ja schnell. Woher sie verlassen kannst, bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Stell mal vor, die geben einfach einen fremden Typen das, gell? Wie nett das eigentlich ist. Geht's übers Meer? Pass auf. Auf dem Weg nach Anemonia City. Anemone, wo wohnst du denn? Anemone. Gibt es Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudel vorbeizukommen. Die Whirlpool. Brauche ich den Whirlpool? Kann es sein? Später. Ich glaube, ich brauche den Whirlpool.
gehen wir in den Leuchtturm rein, oder? Oder müssen wir vorher noch leveln? Ah, nein, das ist bloß das Strand. Route 40. Ammonia City? Okay. Ah, das ist dann eine. Warte mal ganz kurz. Ah. So weit sind wir schon. Sind wir schon im Endgame? 27, 25. Ah, das Huhn braucht auch noch Levels, ey. Das Huhn braucht Levels. Wem geben wir da Stärke überhaupt? Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Ammonia City liegt jenseits des Meeres. Aber das Blöde ist, man trinkt spät Pepsi oder Cola und, der Durst geht nicht weg. Das ist das Schlimme. Der Durst geht nicht weg. Aber dafür die Wachigkeit wird verstärkt. Was ist jetzt hier? Okay. Wo geht's jetzt hier lang? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Oh mein Gott. Nochmal. Immer noch hier sind wir, okay. Oh nein, wieder so ein Steg voller Angler. Ah, was machen wir da als erstes? Gehen wir auf den Leuchtturm. Wir brauchen die Medizin und alles. Wir gehen zum Leuchtturm. Ich hoffe, meine. Ja, wir sind auf jeden Fall überlevelt, hoffe ich. Das ist der Karma-Durst. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in den pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Für Angler bin ich die richtige Wahl. Ach so, das soll kein. Ach, das soll kein Witz sein. Ich meine, das soll der Wortwitz sein. Wal, weißt du, das ist ein Fisch. Was ich meine, weil sie Elektro-Pokémon ist. Ach Gott. Oh oh. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um dieses Pokémon zu ehren. So ein cooler Leuchtturm. Mein Spiegelbild sieht gut aus. Das wäre ein sehr dummer Witz. Deswegen habe ich überlegt, dass du machst das sowas nicht. Du machst ja sowas eigentlich nicht. Deswegen habe ich überlegt. Deswegen habe ich so lange überlegt und an den Text angeschaut. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Oh mein Gott, das wird schwierig. Das geht los, oder? Da ist der erste Trainer. Ah! Ha! Dies ist kein Ort für Spielchen. Gentleman Hubert. Oh, da hätte ich auch eine Lisa braucht. Level 20 trotzdem, gell? Ist trotzdem Level 20. Ich glaube, wir wechseln gleich. Kein Schlaf zum Glück. Donnerschock. Ja, die Lisa freut sich. Sie wird gleich Level 30. Lisa! Ich darf gar nicht leveln! Lisa, ich darf nicht leveln! Ich bin Level 29. Ich darf gar nicht leveln. Das ist verboten. Uiuiui. Das ist ganz heikel. Ich trinke ein Lavendel-Gute-Nacht-Tee, aber bitte nicht einschlafen. Ich muss für immer 29 bleiben. Oh, die arme Lisa. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Ganz oben ist ein Pokémon, das den Leuchtturm betreibt. Ich habe gehört, dass es krank ist und dass normale Medizin nicht hilft.
Jetzt müsste ich wissen, welches Pokémon da oben ist, oder? Laterna? Das ist doch so ein Laternenfisch. Besser als um 3 Uhr zu schlafen. Achso, das ist gestern wieder zu spät ins Bett gegangen. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Wie ist dein Schlaf so? Sehr gut. Also ich schlafe sehr gut, aber ich habe halt einen anderen Rhythmus als ihr. Ich schlafe immer um 1 Uhr nachts, fange ich an zum Schlafen. Und wache um 6 Uhr auf. Also von 1 Uhr bis 6 Uhr. Aber wenn ich von der Arbeit heimkomme, schlafe ich von 18 Uhr bis 20 Uhr. 2 Stunden. Deswegen bin ich ja immer so aufgedreht. Ihr habt euch schon mal gefragt, warum bin ich immer so hip? So... Hopp. So. Es liegt nicht am Cola, es liegt an meinem Schlaf. Quapsel. Dann machen wir mal Kopfnuss. Energie geladen. Ja, genau. Und das mit über 30. Das mal so. Weg mit dir. Na, können wir doch auch wieder gut leveln hier. Quapuzzi. Nehmen wir mal Haru mal wieder. Ha? Ist auch Pflanze. Ja, nehmen wir. Jetzt auf einmal Cola. Oh. Da. Ja, aber ich habe doch belehrt worden. Also, ich sag jetzt Cola. Lisa hat mich heute wieder um 0,2% schlauer gemacht. Deswegen sage ich jetzt Cola. Das ist also so, wie man Spezi sagt. Spezi gibt es ja dann mit zu nix. Ja. Boah, Level 28. Immer wieder ein Vergnügen. Das Emote ist ja cool. Uff, ich hab verloren. Du hast Power. Möchtest du mit mir die Meere unsicher machen? Willst du meine Telefonnummer? Dann können wir in See stechen. Nein. Oh, das ist ein Item. Halli, Hallöchen, Hühnchen, Bümchen. Ah, oh, ist das nicht schön? Sind wir nicht alle wieder vereint? Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Was machen Sachen? Lass mal so, du musst vorher nebenbei auch ein bisschen aufpassen auf dem Baldur's Gate, gell? Den habe ich offen. Aber ich wollte heute auch spielen. Ich habe auf jeden Fall 1,5 Stunden Baldur's Gate geschaut beim James. Bist du dir sicher, dass du hier sein willst? Bist du sicher, dass du hier bleiben willst? Da gehe ich halt wieder. Ich habe den Lades auch schon verscheucht. Also nicht verscheucht, sondern... Heute ist der Tag der Enttäuschungen. Was Huhn hier? Ach Leute, machen wir Kopfnuss. Oh. Das war nett, naja, geht. Wir müssen ein bisschen leveln. Aber die Vogel sind jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, ich werde mal... Na, ein Level. Glaubst sie. Wir lassen jetzt mal einen Lades noch einmal Runde da. Nicht eine Runde, sondern einmal ganz kurz. Obwohl doch, eine ganze Runde schafft er. Und dann noch, dann leveln wir das Huhn auch mal. Vogel gegen Vogel. Boah, schön. Also wenn Lades seinen Kopf einsetzt, hab jetzt, by the way, unendlich Datenvolumen. Ich verstehe den Vertrag immer noch nicht. Huhn, das ist für mich... Verstehe ich nicht. Wenn ich unendlich Datenvolumen hätte, dann könnte ich ja mit dem Handy jeden Stream draußen anschauen. Das wäre ja ein Traum. Dann könnte ich ja jeden Stream draußen in der freien Welt schauen. Brauche ja gar keine Couch mehr. Nicht mal. So, Huhn gegen Huhn.
Wie kommt... Ja, das hat er schon mal gesagt, dass das ein komischer Vertrag ist. Von seinen Verwandten oder irgendwas. Das habe ich auch nicht verstanden, dieser... Mein Bruder hat irgendwie so einen Großkundenvertrag und damit bekommt die alle SIM-Karten, der auch unendlich Datenvolumen, weil die dann irgendwie über seinen Vertrag laufen. Krass, oder? Das ist echt cool. Es geht auch nicht in meinen Kopf rein, Lisa. Das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Oh, mein Datenvolumen ist leer und der Huhn so. Du müsstest mal neben einem Huhn stehen, während du sagst, mein Datenvolumen ist leer, ich muss aufpassen. Und der Huhn so, ah ja. Nice zu wissen. Das mit seinem unendlichen Datenvolumen daneben. Alter, die WM hat keine Wirkung, okay. Wahrscheinlich, weil es eine Bodenattacke ist. Ist eine Bodenattacke, okay. Ich muss bloß genug Geschwister haben. Ich mache immer Hotspot für alle, geil. Oh mein Gott. Wenn ich neben Huhn stehen würde, würde ich ihn um einen Hotspot bitten. Ja, 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 ja. Macht er also schon. Macht er schon. Windhose. Welches Pokémon ist jetzt da oben im Leuchtturm? Ich überlege. Elektroball dann. Da ist so ein Elektroball drin. Das wird's sein. Hey, Larius entwickelt sich. Nein, Larius! Von wegen, ich habe zu wenig Zuneigung. Von wegen, ich spiele kein Animal Crossing. Ich habe so viel Zuneigung zu dir entwickelt, dass es sich entwickelt. Nein, Larius? Togepi entwickelt sich nur, wenn man genug Zuneigung hat. Ich habe Zuneigung anscheinend. Also habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen mehr wegen dem Animal Crossing. Togetic. Lisa, bist du so nett, oder? Dass ich ein neues Bild bekomme? Jetzt muss der Sprite ausgetauscht. Oder Huhn vielleicht? Der wunderschöne Togepi Sprite. Ja, es tut mir leid, aber ich möchte es haben. Next Mog Togetic, okay. Togetic. Wohl nicht. Ich kam gerade so rein. Gut, auf meinem Bildschirm und I. Ich schau mal, danke. Hallo Nex. Ist das nicht toll? Hä, ist jetzt ein Vogel? Moment, ist es jetzt ein Vogel? Das ist ein normaler Flug-Pokémon. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte ein normales Normal-Pokémon, egal. Na, das behalten wir auf jeden Fall. Das ist ein Flug-Pokémon? Ich habe anscheinend keine Ahnung von irgendwas. Tja, Huhn, dann kannst du weg, nicht wahr? ja. Dann nehmen wir mal die... Ich möchte aber mit dem Kampf kämpfen. Nur weil ich Biomane bin. Emotionale Erpressung. Mit meinen Pokémon und ich auch noch. Dann probieren wir es mal gegen ihn. Ich habe auch ein Flug-Pokémon. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Oh, Vulcano. Nice. Dieser Moment, wenn man realisiert, dass man noch eine Tafel Schokolade hat. Oh, Lisa, es wird langsam echt anstrengend. Ich habe Cola. Der Huhn hat Schokolade. Ich habe Subway. Schauen wir, ob das groß genug ist. Jetzt schauen wir mal kurz, wie kann man den Sprite, Leute. Aufpassen. Aufpassen. Oh, das schaut super aus. Das schaut super aus. Mal.
Der ist, schaut, von der Größe her ist es gut. Bild speichern. Dann das Keratitop. Dann brauchen wir. Wie viele Tabs habe ich offen? Das muss jetzt so kurz in Twitch Bilder rein, ausschneiden. Bei Pokémon muss es eingefügt werden. Dann muss ich in OBS zurück. Und dann mache ich den Pokémon Nummer 5. Tausche ich aus. Also es ist noch kein PNG, oder? Doch, es ist ein PNG. So, da ist die kleine Mücke Larius. So. Weil wir haben ja jetzt ein Flug-Pokémon anstatt der Normal-Pokémon. Nee, aber ich mag zwei Flug-Pokémon. Vor allem, es schaut immer noch süß zu der Lisa. Es schaut aus, als würde Lisa ihn füttern wollen. Ach, Lisa. Und Mücke. Ach komm, das ist doch Witz. Das Larius, das ist doch Spaß. Schau mal hier, die Lisa füttert dich. Das passt doch. Und schau mal hier, wie. Okay, Larius. Schau dir mal deinen entzückten Rücken an. Schau dir mal deine Hinterseite an. Wie schön. Ich glaube, von hinten bist du das Schönste, mein Team. Schau mal das an. Schöne Flügel. Der Kopf, die Lichteffekte. Du kannst stolz sein. Dir geht's gut. Ich habe bloß noch keine Flugattacke. Hab vorhin so komische Faux-Reisbandnudeln aus dem Asia gefuttert. Oh, lecker. Ich hätte euch richtig gern alle als Nachbarn, nur damit ich essen kann und snacken. Da kommt sie einfach mal rüber. Bin wirklich so klein und nervig? Nein! Das habe ich jetzt einfach bloß so gesagt, weil. Machen wir Walzer. Oh, ist sogar effektiv. Weil du halt ein Flug-Pokémon bist und ich habe das nicht gewusst. Deswegen. Oh, ist sogar gut, dass ich jetzt Walzer gemacht habe. Boah. Na, das rasiert. Oh, die ging daneben. Oh. Okay, da ist es haut ab. Huhn ist da. Zwei Flug-Pokémon. So, jetzt sehen wir mal, wie ein anderes das endet. Oh, ich muss mehr trainieren. Jasmin trainierte früher Gestein-Pokémon, wie Önix. Önix. So, wenn tun wir jetzt als erstes 26. Ah. Wir brauchen unbedingt auch einen Feuerstein. Jetzt haben wir lauter Entwicklungen außer in Vulcano. Ein Fleckmon. Ach ja, stimmt. Unser Team ist eigentlich schon schön, oder? Also ich kann uns gegen unser Team nichts sagen. Ihr seht es nicht schon. Jasmin ist die Arenaleiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Ach süß. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist natürlich sehr schlecht. Meryl ist schon auch so ein, also Meryl ist auch so ein Lisa-Pokémon, oder? Das könnte ich mir auch gut vorstellen als Bild bei ihren Streams. Lilane Haare. Oh, mein Pokémon. Okay, jeder wäre besorgt, wenn es seine Pokémon verletzt sind. Ich werde für das Pokémon leben. Und dann wieder zurückkehren.
Ich darf nicht runterfallen, oder? Ah! Oh, ich darf da runterfallen! Ich darf da runterfallen! Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin beides. Pepe. Das war lauter Wasser-Pokémon, verdammt. Aber warum wundere ich mich denn? Warum wundere ich mich? Oh. Natürlich wieder fünfmal, oder? Nee. Ich rasiere mit Rasierblatt. Ich spiele jetzt Animal Crossing. Ich morgen auch. 244. Und nicht vergessen, also Laudus, du kriegst ein kleines Geheimnis, wenn du noch da bist. Ein kleines Geheimnis, was am Donnerstag für Stream kommt, was die Lisa schon weiß. Nur die Lisa weiß es, glaube ich. Und halt noch der, wo mit mir streamt. Entschuldigung, Magni, guten Abend. Ich bin's, Lus. Oh, kann aufpassen. Hast du eine Minute Zeit? Wie geht es deinem Pokémon? Nee. Ich meine, es ist ein Feuerstein. Mario Kart mit Annie. Double Stream Mario Kart. Donnerstag um 19.30 Uhr. Und die Arena wird wieder voll werden. Wetten? Es ist geschafft. Ein starkes Ratzfatz. Aether. Oh, jetzt sind wir hier, okay. Was hast du gegen Mario Party? Der liest ja gleich wieder so. Mit dem, kann ich mir wieder diesen Emote vorstellen mit dem Sass. Ich hätte vor, gegen Jasmin zu kämpfen. Aber wie ist es nicht da? Wie wäre es mit dir? Na genau, den Emote, ja. Es heißt nicht Animal Crossing. Patrose. Oh. Da können wir doch mal mit dem Feuer dagegen machen. Hey, die Make. Ist Glut gut, ne, gell? Glut gut. Na, es gibt auch nicht viel ab. Ja, dann wechseln wir lieber. Nehmen wir mal einen James. Guten alten James. Konfusion. Das müsste gut sein. Okay, tut mir leid, dass ich mir kein PC leisten kann, mit dem ich ordentlich schreibe. Animal. Kapuzzi? Wasser gegen Wasser. Eine Konfusion. Das ist gut. Ist Kapuzzi auch ein Psycho-Pokémon? Ich meinte, es kann Psychokinese. Könnte genau die Hälfte sein. Boah, 500. Maschallo. Nee. Weg mit dem One-Hit. James ist ein One-Hit-Wunder. Bamburu, bamburu. Wow, du hast mich überwältigt. Ein Arenaleiter muss nicht nur stark sein, auch Mitgefühl zeichnet ihn aus. Superball. Ganz schön schlechte Items eigentlich. Oh. Oh, wir sind da. Oh, wir sind da. Welches Pokémon ist es, der den Leuchtturm erhält? Amphi? Ist es diese Giraffe?
Die, ist es die Lisa Hauptentwicklung? Palu. Oder heißt es Stichpunkt? Palutena? Yes, es ist. Ah. Es hat Probleme mit der Atmung. Ah, Amphoras. Also. So. Das werden wir auch bald bekommen, oder? Hoffe ich. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gute sortierte Apotheke in Anemonia City gibt. Ah, dann müssen wir erstmal dahin. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht. Auch Amphi ist ein schöner Name. Amphi. Würde auch so machen. Guck mal, sie hat den Leuchtturm rosa eingerichtet. Ach, stimmt. Ich kann nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen. Dann brauche ich aber zweimal. Für die Kuh und für dich. Dann hätte man vielleicht erst übers Meer sollen. Bestimmt, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, geht sie erst übers Meer und dann zum Leuchtturm, oder? Habe ich recht? Aber das weiß natürlich so einer wie ich nicht. Ich esse jetzt Kuchen. Schade. Kann man da verschlafen? Nee. Da kann man nur reinfallen. Ist wahrscheinlich bloß zum schnell runtergehen. Aber den Stadion war noch nicht okay. Wir fliegen immer hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform. In bestätiger Form. Ja, vielleicht mit Glut mal. Noch ein Biss. Ach komm, der hätte doch leveln können. Ibitak, oh. Machen wir lieber gleich Biss. Oh, wie schön. Wie schaut denn das alte Huhn heute aus? Früher war Huhn der da. Das passt besser zu Huhn, aber egal. Ich finde Noctur auch ein cooles Pokémon für ihn. Oh oh. Soll aber viel abgeben. Ah, oh, es gibt wenig ab, hey. Oh, wir brauchen Lisa zum Rettung. Ja, Donnerschock. Ah, oh, zum Glück. Natürlich schafft sie das. Jetzt müsste es leveln. 26er Vulcano, ey. Bodycheck! Yes. Anna macht Bodycheck. Natürlich. Brille. Ich hasse Brille. Silberblick werde ich auch nie nutzen. Na, Brille. Bodycheck! Hm, was hat's noch? Habitat. Na, behalt mal. Einmal Donnerschock, bitte. Und einmal Tod, bitte. Sie sind abgestürzt. Mein Pokémon hat das Fliegen in Harmonia City gelernt. Oh ja. Da könnte sogar Larius fliegen lernen. Da ich ein Verlierer bin, fliege ich nun fort. Über das ganze Meer. Oh Gott, der Arme. Da ich ein Verlierer bin. TM34. Gucken. Das müssen wir gucken. Angeberei. Verwirrt und hebt Angriffe wert. Hm. Würde ich sagen, tatsächlich nicht. Oh, okay. Man sieht mich momentan einmal ein Lächeln. Oh, die Arme. Krabi. Ah,
ich habe leider wieder mal Vulcano drin. Oh, aber wir können ja mal Bodycheck probieren, komm. Jetzt müssen wir Bodycheck machen. Oh, es geht daneben. Komm schon, Bodycheck. Es geht daneben. Komm schon, Bodycheck. Oh. Oh nein. Und wir haben es selbst verletzt. Ich bin tot. Anna ist tot für immer. Also Nuzlocke Challenge wird nichts für mich. Sag ich jetzt schon mal. Oh, wie schön Laris ausschaut. Krabi? Ja, tauschen wir nochmal. Ach, Huhn kann doch eigentlich... So, ein Vogel kann doch die Krabi-Dinger aufpicken. Ja, also ich muss Nexras tatsächlich dann verneinen. Es tut mir leid. Also ich finde das ultra gut. Und es passt auch zu Larius. Autsch. Klammer ist gar nicht so schlecht, die Attacke. Hey. Ganz schön gefährlich hier. Ich glaube, Nex hat auch nur I gesagt, weil er es nicht gekannt hat. Ach so. Ja, vielleicht wegen meinem alten Spiel. Weil ich so ein altes Spiel spiele. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Der sagt I, weil er die Pixel sieht. Oder er sagt I zu mir. Er hätte auch I zu mir sagen können, glaube ich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Amonia City eine gute Apotheke geben soll. Da gehe ich mir jetzt hin. Ah ja, okay. Dann gehen wir mal den... Gehen wir mal diese Treppe hinten runter. Ja, er sagt ja... Oh, das ist ja... Und du siehst nicht aus wie Togetsu. Okay, alles klar. Oder war das? Ah, okay. Können wir eigentlich runterfallen? Können wir da nochmal runterfallen? Die Abkürzung. Das ist eine richtige Abkürzung. Da fällt mir gleich einen ganzen Leuchtturm. So, dann heilen wir uns und machen uns auf den Weg zur Apotheke. Aber warte mal. Das heißt, wir gehen nicht zu den Anglern, wir müssen rüber schwimmen. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Barabubam. Burabu. Aber wo ist ja mein Logit? Ist wieder mein Headset wieder leer. Das gibt's ja nicht. Pass mal auf. Pocke kommen. Was war denn jetzt mit der Musik los? Also steht er auf dem Schild drauf. Schau doch mal auf den Schild. Anemonia City, okay. Aber wir brauchen Whirlpool, oder? Hoffentlich brauchen wir jetzt schon Whirlpool. Ich habe keine Ahnung. Welches Pokémon nehmen wir als erstes? Vielleicht nochmal ein bisschen Haru? Ich habe nämlich gesehen, dass keine Whirlpool einsetzen kann bei mir. In meinem Team. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem, kann es sein? Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist das Grundwissen. Der hat sogar recht. Tentacha! Ich mag sogar Tentacha. Also Gift-Pokémon. Oh. Schauen wir mal. Ja, ist normal effektiv. Volltreffer? Bitte nicht vergiftet.
Wechsle ich mal lieber zu Lisa. Ich gehe jetzt duschen. Bye bye. Vielleicht bis später. Also baden. Okay. Okay. Anscheinend hast du keine Dusche. Nee, duschen ist besser. Jetzt baden oder duschen, Leute? Was ist besser? Ich sag duschen. Ich sag duschen. Hab sogar zwei Badewannen, okay. Duschen? Danke, Lisa. Baden dauert so lange. Ich habe meine Badewanne benutzt als Wäscheort. Ort. Da kommt meine Wäsche rein. Okay, Onkel, ich gebe auf. Baden ist dafür da. Das lang dauert. Ammonia City ist ziemlich weit weg von hier. Oh Mann, es ist echt nur so weit. Der Tag hat schon zu wenig Stunden. Ich halte mich am Wasser, Pokémon fest. Das stimmt aber echt, Lisa. Es ist schon wieder 9:30 bald. Ist schon 9:30. Eieiei. Ja, also ich misst, die hast du gesehen. Du genießt zu wenig davon. Immer abends vor dem Einschlafen. Ja, aber anscheinend hilft es ja nicht, oder? Weil du kannst ja nicht einschlafen. Anscheinend hilft deiner Bart auch nicht zum Einschlafen. Rasierblatt. Das ist ein persönliches Problem. Ja, man denkt zu viel nach. Ich dusche lieber, das dauert bei meinen langen Haaren auch schon lang genug. Einfach damit man besser liegt. Okay. Oh, Muschos. Die schöne Zunge von Muschos. Das schaut aus wie Misty. Lisa, wir haben hier eine grüne Misty. Oh, ich fühle mich so schwindelig. Pflanzen, Misty. Ich lasse mich im Wasser treiben und von den Wellen davontragen. Sieht man nicht. Wir gehen erstmal nach unten. Aber es wird bestimmt ein bisschen schwierig, das alles zu finden. Ich bin etwas müde. Wenn ich gewinne, leihst du mir dein Pokémon? Und dann wird er wahrscheinlich ersaufen, wenn er das nicht schafft. Oh, der viel Pokémon. 16. Mal schauen, vielleicht könnte es ein anderes Pokémon besser jetzt mal ein bisschen XP formen bei so kleineren Pokémon. Aber bestimmt werde ich vergiftet, ey. Oh nein. Oh, es ist nervig. Hm. Ja, dann bleiben wir bei Haru. Weil... Dann ist Haru anscheinend eh den Meerskroten geweiht, weil wir schwimmen dann ewig rum und sie kriegt dauernd Schaden. Naja, dann leveln darf sie ja noch. Quatsch. Das haben sie extra so programmiert, dass er so viele kleine Tentachas und immer Giftstachel, Giftstachel, Giftstachel. Die machen nichts anderes als Giftstachel. Und das wollten eigentlich bloß die Entwickler damit erreichen, dass dein Pokémon mindestens vergiftet wird von dir. Und es dann in den langen See vergiftet bleibt. Das ist so gemein eigentlich. Nein, ich hab's zerschneidert. Oh, ist auch stark. So gemein. Rasierblatt und Zerschneider sind gleich stark, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil es ja Gift und Wasser ist, gell? Okay.
Ich werde wahrscheinlich später ganze Probleme haben bei anderen Pokémon-Spielen. Mit den Schwächen. Und Typen. Oh, was ist denn das? Remoraid. Oh nein, das ist der hässliche Fisch. Das ist Dom Yu-Gi-Oh! Ey. Der ist da auch mit dabei. Den kenne ich sogar. Ich habe nicht gewusst, dass der in zweiten Generation ist. Aber war ja klar. Sonst hätte ich ihn nicht kennt. Tot ist er. Stern, du, okay. Das haben wir ganz schön gelevelt nochmal. Die Haru holt die Lisa ein. Almonia City ist doch so weit weg, aber der Rückweg nach Oliviana City ist auch nicht viel kürzer. Doch, wenn man fliegt. Wenn man fliegt. Oh. Oh, nicht schon wieder den Tacher. 20 sogar. Krass. Zum Glück habe ich eigentlich die falsche Arena gemacht, weil so leicht ist es hier gar nicht, finde ich. Es ist gar nicht so leicht hier. Chisaru. Bau. Ein schöner Schnabel. Oh, es gibt auch was ab, oder? Ja. Das Huhn fliegt dann uns wieder zurück. Oh nein. Lutz. Wieder der Lutz. Das musst du sehen. Das ist wild. Ein ganzer Schwarm ist nur Bullus. Oh. Ich meinte, der gibt mir den Feuerstein irgendwer. Money. Da habe ich überhaupt richtig vor. Da ist der Whirlpool-Kreisel. Oh Mann. Ich glaube, ich muss da wieder zurück, bestimmt. Gott, kann ich da flüchten? Zum Glück, ey. 22. Das ist ein teuflischer Strudel. Ein Pokémon könnte den Strudel durchqueren. Schauen wir mal. Das Whirlpool habe ich gar nicht dabei, oder? Wäre cool. Triff Gegner 5 Mal. Mann, keiner kann Whirlpool. Verdammte Mist. Oh je, wir müssen bestimmt wieder zurückschwimmen. Wenn du eine Pause brauchst, dann halte deinen Knopf über Wasser. Deinen Kopf über Wasser und paddle mit den Füßen. Auf diese Weise legst du eine Ruhepause ein und du sammelst Energie. Das habe ich früher auch immer gemacht. Ich hatte kein Donnerblitz. Das Viech. Ah, nice. Härtner? Okay, machen wir. Härtner kannst du machen. Oh. Genesung. Oh nein, es wird nervig. Härtner und Genesung. Dann werde ich es nie besiegen. Schon. Volltreffer, nein. Turbodreher. Habe noch nie gesehen. Gibt es nichts ab. Turbodreher. Ah, Shea. Starmie, oh geil. Starmie ist schon. Boah, wie das. Der riesige Edelstein. Lupstrahl. Boah, Volltreffer sogar. Hm?
haut ganz schön rein. Wir haben zum Glück noch für spätere Probleme ein Strom-Pokémon da. Turbodreher. Gibt nix ab. Das ist nicht wie eine blöde Attacke. Ist schlechter als Tackle oder was. So. 888. Boah. Aber die schaut aus wie Misty und Stormy und Sternu. Oh, du bist ausgeruhter als ich. Hey Darky, hast du heute noch ein bisschen Bock zu smashen? Oder reicht's wieder das Turnier oder so? Oder hast du kein Turnier gespielt? Was war heute? Heute war Tilted Tuesday, stimmt. Ich habe tief aus dem Inneren der Strudelinseln ein Brüllen gehört. Da kommen wir doch nicht rein. Vielleicht setzen wir mal einen Schutz ein. Ein bisschen rumsuchen können. Ah ja, okay. Vielleicht ist es doch noch richtig hier. Kommt drauf an, was mit später gemeint ist. Oh, es ist schon 21 Uhr. In einer halben Stunde, hätte ich gesagt. Das macht dich schnell müde. In einer halben Stunde ab jetzt. Ich wollte dann auch noch was essen zum Smashen. Aber mal schauen, wer halt da ist. Garados, hey. Ich glaube, wir brauchen Lisa. Mal schauen. Okay. Autsch. Ich hätte das rote Garados aber gar nicht gefangen, gell. Let's go, Garados. Ja, Lisa brauchen wir. Level 30. Lisa, dein Leben ist vorbei. So, nochmal Garados. So. Oh, ein Schlag. Lisa macht Garados mit einem Schlag weg. Boah, nur mal so viel EP. Ich bin unbesiegbar. Nee, Schwan. Ich bin besiegt. Lisa! Hast du das gewusst? Nein. Ich brauche ein Sprite. Ah, ach, es ist gelb. Es ist nicht mehr rosa. Es ist gelb. Wir suchen dir einen raus. Dankeschön. Es ist gelb. Ampharos. Ach, es ist schön. Donnerschlag, den will ich. Den nehme ich, oder? Tackle. Ja, weil wir haben einen Sternschauer. Oh, wenn Donnerschlag, Donnerwelle und Donnerschock. Geil. Ist das nicht schön? Werden wir gleich mal testen. Gelb ist auch schön. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig genommen. Ist benommen. Europe, oh ja. Ich mach Donnerschlag. Moment. Kannst du mal die Lisa wieder weniger benutzen? Die wird mir zu stark. Oh, wie süß sie da. Wie süß sie da hinschaut. So wie. Ich bin auch da. Und da macht sie ganz unschuldig und dann macht sie so eine Faust mit Donner. Tot. Ich bin auch da. Boah, schaut es an. Hast du es gesehen? Ultra brutal. Ultra brutal. Traut's der Lisa nicht. Ein Sonnenbrand ist sehr schlecht für die Haut. Aber ich benutze keine Sonnencreme. Ich möchte das Wasser nicht verschmutzen. Naja. Meinetwegen. So, Level 30, 28, 26, 27. Feuer können wir nicht leveln. 26 Larius. Das Huhn muss noch levelt werden. Vielleicht schafft es ein bisschen weiter.
Gott, es ist weit hier. Suchst du die Geheimnisse der Strudelinsel? Nee, ich habe keine Whirlpool dabei. Ich habe kein Whirlpool. Bap, bap, bap. Ah, wird aber schwierig. Das schafft er nicht. Hypnose. Ach, warum denn nicht? Ach, das ist gut. Okay, alles klar. Schauen wir mal kurz wegen dem Sprite. Oh, Lisa, wie schön. Jetzt muss ich dann bloß nur spiegeln. Das ist perfekt. Das ist aber wirklich perfektes Bild. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Twitch-Bilder, Pokémon-Speicherung. Dann Pokémon-Numero. Wo ist es? 3. Wir müssen dann bloß noch spiegeln, damit es dann zum Larius schaut. Hä, wo ist es hin? Ja! Warte. Perfekt. Passt es so? Moment. Es geht das schon in die richtige Richtung. Okay, dann passt. Lisa, du bist sehr groß. Oh, schau mal. Ach, schau mal, das passt doch perfekt dahin. Mit diesem roten Bubbelschwanz. Hypnose, komm schon, Huhn. Ja. Passt wirklich perfekt. Unser Team wird immer schöner. Ich finde das so schön, wie der Huhn da oben runterschaut. Und ich mag Eulen. Ja, Mist, ich bin tot. Huhn ist tot. Wir behalten mal Huhn trotzdem noch. Wir brauchen Haru. Wir brauchen Lisa. Wir brauchen die Lisa hier. Oh, wie süß. Das kann der Lisa nichts anhaben. Donnerschlag. Bau. Donnerschlag ist so geil. Kann Donnerschlag auch paralysieren? Ja, freilich. Weil Feuerschlag kann verbrennen, Eisschlag kann einfrieren, Donnerschlag kann paralysieren. Hoffe ich. Ach, du hast viel Ausdauer. Ein Geheimnis der Studieninsel. Es ist Kohlrabenschwarz da drinnen. Oh Mann, warum habe ich eigentlich so lange kein Pokémon mehr gespielt? Sau geil. Aber wir möchten auf jeden Fall auf Smash switchen. Bald. Ich brauche Smash. Aus zwei Gründen, weil ich will Smashen unbedingt. Hoffe, es kommen welche. Und ich will was essen. Nachts sammeln sich die Sternlust nahe dem Wasser. Seepan. Oh, ich hab Huhn noch da, oder? Wir könnten Sepia. Machen wir mal. Mal schauen, wie gut Larus sich jetzt mal schlägt gegen Surf Sepia. Bin. Rauchwolke. Genauigkeit sinkt. Oh na. Machen wir das. Yes. Ist ausgeglichen geil. Oh, wie stark laut ist es. Sepa, okay. Machen wir mal Walzer nehmen, meine jetzt. Da. Oh. Drachenwut. Das kleine Ding macht Drachenwut. Wo bin denn ich jetzt hier gelandet? Gibt es viel ab. Drachenwut gibt doch immer gleich viel ab, oder? Nochmal Drachenwut. Also hier ist es ja ganz schön schwer, muss ich sagen. Oder bin ich einfach bloß schlecht? Und das war wirklich der Weg zur Arbeit.
von den schönen, schönen Gossig. Dankeschön. Die Teetässchen kommen. Nintendo Nerd. Wir wollen jetzt dann gleich auf Smash switchen. Vielleicht will ja auch wer mitspielen. Hallo Jackie. Danke, dass ich Millie danken durfte, dass ich ein Tier 3 Sub von ihr bei dir geschenkt gekriegt habe, was gar nicht wahr war. Danke. Am Ende war ich leider sehr salzig, weil ich gar nicht weiterkam. Aber ansonsten schon viel geschafft. Ja, ich kenne Gothic gar nicht, aber ich mag Skyrim und so. Ich muss das mal mehr verfolgen. In der Gruppe fangen die Sternlos an zu leuchten. Das ist wunderschön und beängstigend. Zugleich. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ah! Sind wir hier richtig? Oh, schön. Wie weit bist du denn dann eigentlich? Also bist du so mittel oder am Ende? Oh, du weißt es nicht, aber du kennst das Spiel nicht. Danke, deine Pokémon sind wieder toppi fitti. Keine Ahnung. So, wir sind... Schutzweg. Wir sind jetzt... Wo sind wir jetzt? 5 Haare voller Tradition. Apotheke von... Ja, gerne warten wir Ihre medizinischen Fragen. Dankeschön, wir sind hier. Gott, wir sind richtig. So, dann reden wir mal mit den Leuten. Bin jetzt seit kurzem in Kapitel 2. Sagt mir halt auch nichts. Oh, ein Follow. Was zum Teufel? Wer denn? Der Mana-Ritter? Du kriegst eine Banane. Moment, du kriegst eine Banane. Banana. Bin neu mit Dirk. Verstehe ich, jetzt müssen wir schon mal Feierabend machen. Ess was Schönes. Ich mache jetzt noch fertig hier. Und wir gehen dann auf Smash und hoffe, dass da irgendwer mitsmasht. Die neuen Emotes sind alle echt super. Die Emotes sind sehr Hammer, gell. Danke, Haru. Hast du schon den Pokémaniac getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Die Trainer in dieser Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich hier rumstehe, schnappen sie mich. Oh, der Nerd. Ein Tipp, der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ein Psycho-Pokémon überraschen. Besiege seine Pokémon, bevor sie ihre Kraft einsetzen können. Mach ich. Der James kann eine Konfusion. Achso, da ist der Arena-Leiter auch da. Das heißt, wir haben dann schon beide... Sind das dann schon die letzten Orten? Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 habe ich, 5 habe ich. Aber da fehlt ja noch einer. Hartwig, der Arenaleiter, steht gerne mit seinem Pokémon in den Ring. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen? War das sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon fliegen könnten. Ohne den Orden dieser Stadt fliegen ist nutzlos. Hä? Welche Reihenfolge ist jetzt richtig? Sollen wir dann erst den da machen, oder? Ich habe keine Ahnung, wir probieren es halt dann einfach. Besuch mich einfach wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen, okay. Wenn ich den Orden habe. Schauen wir erst mal zur Medizin schauen. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich doch irgendwas. Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut. Ja, und die Kubu. Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Geheimtrank. Mag ich der Geheimtrank in die Tasche? Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Ich habe noch einen Notfall, die Kuh. Was ist? Brauchst du Medizin? Oh, ich habe bestimmt keinen. Oh, Mist, okay. Bis die Tage. Wiedersehen. So, jetzt ist 22 Uhr. Arena zu machen wäre jetzt ein bisschen schwierig, ich weiß nicht. Wir reden lieber erstmal noch mit den ganzen Leuten. Und dann würde ich mal switchen. Vielleicht kommt Darky noch rein. Mal schauen.
Setzt du Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Oliviana City reisen. Ja, das würde ja jeder machen. Du kommst von Oliviana City. Hast du auf dem Weg hier die vier Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mystisches Wesen verstecken soll. Ich habe noch kein Whirlpool-Monster. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Den habe ich nicht, oder? Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Es ist das Lugia? Die Strudel rund um die Inseln werden sicher durch diese Kreatur erzeugt. Ach, da ist dann Lugia drin, oder? Aber ich habe doch Ho-Ho. Ich hätte gemeint, ich habe Ho-Ho. Weil ich doch golden bin. Fotostudio von Ammonia City. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Mach mal. Deine Pokémon sind großartig. Wie wär's mit einem Foto? Als Souvenir. Okay, und jetzt Cheesy. Welches Pokémon soll ich fotografieren? Lisa. Oder machen wir Larius, dass er sich freut. Nee, wir machen Lisa, oder? Wer ist ein Fotogen? Ja. Okay, beweg dich nicht. Druckfehler liest das Gameboy Print Handbuch. Ach so. Oh, ist schade. Kein Foto? Schau mal. Ach, das ist was. Ach, stellt euch mal, wie schön das damals vor ist. Also komm, du bist ein kleines Kind. Du hast ein Gameboy. Du hast dein Pokémon, dein Lieblings-Pokémon gefangen. Du hast das Foto-Ausdruckmodul daheim. Und druckst endlich das Bild aus, weil du es gefangen hast. Das ist wie, als würdest du es dann halt in echt bekommen. Was du aufgezogen hast. Das ist wie eine Geburt eigentlich. Das stelle ich mir früher echt schön vor. Die Felsen nördlich der Stadt, warum habe ich das Spiel nicht gespielt? Können zerschmettert werden. Vielleicht findest du etwas unter ihnen. Deine Pokémon könnten Zertrümmer einsetzen und sie aus dem Weg räumen. Aber ich habe den Orden noch nicht. Ich weiß nicht, welche Orden als nächstes kommen. Ah, okay. So viele Felsen. Gameboy Printer war echt eine coole. Ja. Vor allem, ich habe ihn sogar gehabt. Ich habe den Gameboy Printer sogar gehabt. Aber der ist kaputt gegangen. Ich glaube sogar sehr schnell. Sehr, sehr schnell ist der kaputt gegangen. So, kann man den einfach machen, die Arena-Leiter? Anscheinend. Jetzt ist halt 22 Uhr. Sollen wir jetzt die Arena noch machen? Oder sollen wir jetzt auf Smash switchen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wer da ist zum Smashen. Schauen wir mal kurz. Keine Ahnung. Eigentlich könnte man die Arena machen, aber ich weiß nicht, ob die nicht stark genug ist. Ist die Arena stark genug? Also schwach genug für mich? Wir probieren es. Es ist dann die richtige Reihenfolge dieser. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieser Band wird nie zerreißen. Niemals. Oh, Ken. Schwarzgurt Xaver. Von Schwarzgurt. Boah, Kikli. 27. Oh, Lisa, ich glaube, ich bin zu schwach. Ich glaube, ich muss nur mal leveln. Oder ich mache die andere Arena vorher. Wenn der schon 27 hat, was hat denn dann der Arena-Leiter? Kennst du Blue Jeans? Reverend Blue Jeans. Reverend Blue Jeans. Die Attacke ist sehr effektiv. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Okay, wir hören auf. Leute, wir gehen lieber nächstes Mal in die andere Arena rein, okay? Dann müssen wir wieder zurückschwimmen. Und wir... Nee, geht anders, okay. Larius, müsst ihr noch ein bisschen smashen? Ja oder nein? Wenn nicht, dann gehen wir mal kurz in Quickplay und kommt vielleicht schon wieder. Bau. Den nehmen wir mit. Aussetzer? Ich hasse Aussetzer.
Ich mach 2 Games. Ja, wir können. Nein, was mach ich denn? Ich bin gespannt, ob du recht hast. Nein. Nein. So. Dann mach dich bereit. Wir spielen Smash. Pokémon ist vorbei. 1,5 Stunden Pokémon habe ich eigentlich auch geplant. Nein, der will auch kämpfen. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Nein, wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Ich würde aber spielen wollen. Ja, wir spielen jetzt gleich Smash. Boah, Nocturne. Oh, wie schön. Lisa, schau mal, wie süß Nocturne ausschaut mit den pinken Dingern. Ist das nicht süß? Der Pokémon lässt sich nicht aufhören. Also wenn die 27 haben, wird das, glaube ich, nicht leicht. Weil nämlich die Eis-Dungeon hat ja auch 27 oder 25 gehabt am Anfang. Und da war ich ja zu früh, also zu... Ja. Wir werden nächstes Mal werde ich mir ein Whirlpool-Pokémon suchen. Und auf die Insel mal schauen. Oder gehen wir gleich zum Leuchtturm. Das müssen wir dann entscheiden. Das müssen wir dann entscheiden. Schockierend. Kampf-Pokémon fürchten sich vor Psycho-Attacken. Es scheint, als stündest du auch zu deinen Pokémon sehr nahe. So, wir gehen speichern. Es war wieder sehr erfolgreich. Wir haben viel geschafft. Bei der kurzen Zeit haben wir viel geschafft. Wenn die Smash-Sucht nicht so da wäre, hätte ich weitergezockt. Aber ich habe jetzt schon lange nicht mehr gesmashed. 3 Tage oder so. So, dann tschüss Pokémon. Also wir speichern aber dann auch nochmal. Saferino und einfach safen.